Hey, hey, hey! Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Dead Space 2. Ja, wie man schon wieder sieht, wir spielen wieder zusammen, Laiko und ich. Und kurze Zusammenfassung der letzten Episode: Was haben wir gemacht? Wir sind hier, also wir haben uns nochmal angeschaut, was in Dead Space 1 passiert ist, mit dem kleinen Trailer, der hier zur Verfügung steht. Wir sind auf der Titanstation aufgewacht, wurden von einem Typen geweckt, der daraufhin nekromorphisiert wurde, von einem, keine Ahnung, wie die Typen heißen, die halt in den Kopf reinstechen und die umwandeln. Dann sind wir geflohen, wurden von Dana, heißt sie, glaube ich, kontaktiert. Diese Dame hat gesagt, dass wir an einer schweren Form der Demenz leiden, durch die wir durch den Marker bekommen haben und durch die wir halt Halluzinationen haben, etc. Sind halt ein wenig geflohen, wurden von unserem ehemaligen Arzt dann aus der Zwangsjacke befreit, haben uns ein wenig den Weg bis hierher gekämpft. Mal kurz gucken, was unsere Mission ist. Entkommen aus dem Krankenhaus haben wir nicht gemacht und halt Danas ruht in Sicherheit. Genau, wir haben zwischendurch noch Strauss getroffen, oder Strauss oder wie der heißt, ein anderer Patient, Patient 5, wir waren Patient 4. Und der wollte uns helfen, wir haben es leider nicht geschafft und sind durch einen Umweg jetzt bis hierher gekommen. Und wir haben festgestellt, dass im Shop Sachen verfügbar sind, weil ich Dead Space 1 hier schon gespielt habe. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe mich entschieden, ich werde meinen normalen Cutter ablegen und werde dafür diesen Cutter hier mitnehmen, den geschmiedeten Plasma-Cutter. Und beim Anzug bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Eigentlich finde ich den geschmiedeten hier sehr schön, weil 15% Heilung dazu. Ich habe nochmal geguckt, es gibt nichts für die Nietenpistole, wo ich mir die Nietenpistole ziemlich cool vorstelle, wie eine Harpune, halt nur in klein. Die üble Energiekanone. Suchergewehr. Ich weiß nicht genau, nicht, was ein Suchergewehr ist, wahrscheinlich. Sowas wie ein Impulsgewehr, vermute ich beinahe. Scharfschützengewehr wird das sein. Ein Scharfschützengewehr? Gibt es ja Scharfschützengewehre, ja? Das wird dieses Suchergewehr sein, gehe ich von aus. Okay. Und dann aber, weil es kostenlos ist, würde ich mir Schaden und Tempo, Schaden und Nachladen, die Strahlenkanone noch mitnehmen. Und da ich dann jetzt die Strahlenkanone benutze, ist schon fast klar, dass ich mir auch einen Anzug nehme, der Strahlenkanone unterstützt. Wahrscheinlich den hier, den klassischen Anzug Hochleistung. Obwohl ich natürlich lieber den hier angezogen hätte, weil der sieht bestimmt sehr schön aus, weil das ist schwarz und schwarz sieht immer sehr schön aus. Wie man sieht, schwarz sieht immer gut aus. Ich bin nicht ganz sicher, immer noch nicht. Energiekanone. Es ist nur die beiden hier, die was gewährleisten, oder? Ne, auch der hier. Aber Impulsgewehr benutze ich nicht. Ach, ich nehme einfach den jetzt hier. Wir ziehen einfach mal an. Einen schönen Tag noch. Er wird wahrscheinlich nicht groß anders aussehen. Ja, ist halt klassischer Anzug. So wie wir ihn aus Dead Space 1 kennen. Ja, ich meine, theoretisch hat man ja diese Annehmlichkeiten noch nicht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, weil wir schon ein schönes Let's Play gemacht haben, warum dann nicht benutzen, oder? Der sieht eigentlich ganz cool aus irgendwie. Oh Gott, dieses Luftding auf dem Rücken ist ja furchtbar. Ui. Ich finde das irgendwie lächerlich, dieses etwas Luftding auf dem Rücken. Etwas wuchtiger als der erste Anzug aus Dead Space 1. Ja. Ich frage mich nur, ob ich dann wieder zurückwechseln kann. Die müssten eigentlich in deinem Inventar vorhanden sein. Ich meine, ich hatte jetzt gerade einen anderen Anzug. Ah, okay, sie werden in den Safe gelegt. Plasma-Cutter, Strahlenkanone, Plasma-Cutter General überholt. Ach, steht auch freigeschaltetes Dead Space Feature von der CEC eingesetzt und überholt. Okay, bewegen. Okay, dann haben wir jetzt schon mal zwei schöne Waffen. Und wie immer fange ich schon mal an, ein bisschen Munition abzulegen, damit wir. Weil wir haben jetzt wohl mehr Plätze, 15. 2, 4, 6. Okay. Schade, dass es nicht so angezeigt wird wie beim letzten Mal. Das sieht so seltsam aus mit dieser Flasche auf dem Rücken, hey. Waffenwechsel, 1, 2, 3, 4. Also 1 und 2 ist das, 3. Ah, 4 ist die. Sehr schön. Ach, man kann die, glaube ich, jetzt selbstständig bewegen, oder? Auswählen, bewegen. Ja, das kannst du selbst. Diesmal kann man sie selbst belegen. Das ist die 4, wie es aussieht? Wann habe ich das hier als die 1? Aber jetzt die Frage, wo ist die 2? Ich würde sagen, das bestimmt so. 1,
Nein, das ist die 3. Okay, dann ist die 2. Das ist total logisch. Seltsame Anordnung. 1, 2, 3, 4 sind leer. Super. Ja. So, und jetzt tut mir leid für dieses lange, lange Intro, aber jetzt können wir endlich losstarten. Oh, ich habe schon verdammt viel Luft, sehe ich gerade. Mhm. Das ist cool. Fliegt da irgendwas, was ich mitnehmen kann? Sieht nicht so aus. Den Ding nicht aufgehalten. Star Slow wäre jetzt gut, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Mehr. Hab ich das Starship mitgenommen? Ich glaub, ja. Ah. Oh nein, lass mich in Ruhe. Ach, da ist er. Okay. Wo ist dein Arm? Starstoring abbrauchen könnte. Oh, ich bin nicht mal Stars dabei. Das Ding war mächtig sauer. Dana, ich bin jetzt außerhalb des Krankenhauses. Die Bahnstation ist gleich hinter den Apartmentblöcken. Warten Sie, ich will noch mehr antworten. Wie lange bin ich schon hier? 3 Jahre. Tideman fand sie in der Nähe von Ege 7 durch das Zeitreisen und brachte sie hierher, um sie zu untersuchen. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Der Marker, den sie fanden, hat ein sich selbst replizierendes Signal in ihr Gehirn gepflanzt. Je länger sie wachsen, desto stärker wird es, bis es sie umbringt. Tideman gab ihnen Erinnerungshämmer, um das unter Kontrolle zu halten. Nur wenn sie rechtzeitig bei mir sind. Bahnstation, beeilen Sie sich! Von der CEC. Trennt ihre Extremitäten ab. Nur so könnt ihr sie erledigen. Kommunikation ist offline. Wir können nicht rausfunken. Sagt es also jedem, den ihr seht. Bench. Ah. Okay, beim Aufspießen mit Chinese.
Ach, dafür gibt es kein Chinesen-Modul mehr zum Upgraden. Das ist jetzt direkt integriert in den Anzug. Mir ist gerade eingefallen, dass ich glaube, mich. Wo sind ganz andere Dinger hin? Ah, ganz normale Strahlenkanone, normales Harpungewehr, Sucherprojektile. Ach du Heilige, gibt es jetzt viel Zeug. Warum das auf einmal? Ich habe gar nichts gefunden. Das wurde einfach durch den Schock freigeschalten. Das ist strange, das fand ich im ersten Teil irgendwie besser. Ich glaube, ich nehme das mit. Und dann nehme ich aber auch... Das hier ist es, ne? Es wird eine Weile dauern, bis ich mich jetzt dafür entschieden habe, welche ich nicht wirklich mitnehme. Es tut mir sehr leid. Es werden noch mehrere Umtauschaktionen stattfinden. Ja, das kann gut sein. Ich bin nämlich immer so unentschlossen, wenn ich irgendwas mache. Aber eigentlich bin ich generell nie ein Freund von Maschinengewehren, deswegen habe ich das Pulsgewehr so selten benutzt. Aber ich glaube, in dem Teil habe ich es wirklich benutzt. Das ist halt so wahnsinnig lange her. Das ist doch hübsch. Wunderschön. Das sieht auch wesentlich besser aus. Amerikanisches Camouflage. Okay. Das sieht gut aus. Kann ich Energieknoten kaufen? Ich glaube, den Tag konnte man keine Energieknoten kaufen. Ja, das konntest du wirklich bloß finden. Ist ja auch egal. Nochmal, es tut mir sehr leid. Ziemlich drastisch, oder? Viertelherrscher Wirtschaftsbericht. Die Auswirkungen des Ishimura-Vorfalls beeinträchtigen auch weiter alle Planeten-Ausschachtungsaktivitäten. Da immer mehr Dienstleister den Betrieb einstellen und so weniger Kapazität für die Planetenausschlachtung vorhanden sind. Könnt ihr euch durchlesen? Macht Pause, lest einfach durch. Mir ist es zu viel zu lesen, es nimmt zu viel Zeit weg. Oder sind die Typen schneller? Die sind um einiges schneller. Ich habe jemanden gerettet. Aufziehen immer noch nicht. Oh, ich rette dich. Ah!
Isaac hier drüben. Hallo. Ah, Strohs. Wer sind Sie? Das sind die Drogen, Isaac. Sie gaben uns Drogen, damit wir vergessen. Aber alles gut. Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Warum funken Sie mich an? Isaac, Isaac, passen Sie auf. Oh. Ist der abgehauen? Ah, der hat ein bisschen Schiss. Ich wollte mit dem reden. Sieht alles immer schon ziemlich ramponiert aus. Nicht helfen. Nein, ich lasse meine Mutter nicht. Wir müssen hier weg. Oh, meine Güte. Es muss jetzt unbedingt sein, ja. Okay, es war nur ein Erschreckmoment. Ich habe nämlich keinen Schaden bekommen. Oder? Ja. Mhm. Überrollt. Vom Rollstuhl. Geht doch erst die Mutter. Kann man aufs Klo gehen? Ah. Man kann spielen! Toilettenbonus. Hier. Gesagt, lass mich nicht verarschen. Oder selten. Stimmt gar nicht, ich geh doch schon wieder. Ich habe einen Rollstuhl, keine Angst, ihn zu benutzen. Klappe! Taugt jemand den Wäschetrommel-Loading oder was? Ja. Was ist denn das? Wäsche. Das sind Waschmaschinentrockner. Vielleicht vor allem. Vielleicht kommt die mit. Könnt ihr mal sein lassen, den Scheiß, ja? Ist die Kombination oder dieses. Oh nein. Oh, ist das mies! Im ersten Teil hat man jedenfalls noch Licht gehabt. Und von dem Visier. Ja, das bisschen. Das sehe ich jetzt nicht als Licht an. Nietenbolzen. Ich mag die Nietenpistole bestimmt, ich weiß nicht. Ich finde es toll, so Gegner an die Wand zu tackern. Eigentlich habe ich bei 4 damals schon gemacht. Ein Energieknotenplan. Ja, ich sehe auch gerade. Ich habe noch relativ wenig Plasmakarte. Munition. Also muss ich wirklich ein bisschen mehr auf Munition achten. Die Waffe hat das gleiche Muster wie mein Anzug. Oh, ist das schön.
Das ist eine Militärwaffe. Ich werde diese Tür für niemanden öffnen. Und es ist mir scheißegal, was für eine Sicherheitsstufe Sie haben oder wie Ihre Befehle laufen. Ich bin bewaffnet. Ist okay, fahr dich runter, Junge. Die Geschichte der Raumfahrt. Plätnerschattung wurde in den Dekaden nach der Entdeckung der allgemeinen Feldtheorie möglich, die es erlaubten, Gravitation im gleichen und gewohnten Weise wie das Elektron zu nutzen. Saturn und Titan wurde als Standort der ersten Mondernte, wie es damals hieß, auserkoren. Saturn war gerade so weit von der Erde entfernt, wie die Konsortien gehen wollten, um noch vernünftiger und zeitnah mit Materialien und Arbeitskräften versorgt werden zu können. Das Mittelteil könnt ihr euch das selber durchlesen. Das sind ja mehr so kleine Gimmicks. Ich weiß ja nicht, wie das Sekundärfeuer der Plasma hier aussieht. Aber das hier? Wenn es noch genauso ist wie im ersten Teil, dann... Ja, das wird sein, dass das nach oben hält und dann dieser Rotumschlag. Das hast du ja nicht gesehen. Ich habe noch ein Video gemacht gehabt am Ende von dem anderen. Habe ich noch dran gehangen, wie es aussah, beziehungsweise wie es aussieht, wenn man alle Waffen kauft, was die für Primär- und Sekundärfeuer haben. Ich habe das nochmal gezeigt für alle, die das halt, die Waffen halt nicht kennen. So, ich kann es ja auch nicht mehr. Überall sind Necromorphs. Ist die ganze Sprawl infiziert? Wie konnte das passieren? Der Marker wurde zerstört, Dana. Ich habe ihn zerstört. Wir haben einen Marker zerstört, Isaac. Die Regierung hat einen weiteren gebaut. Auf dieser Station? Warum? Es ist mächtige Alien-Technologie und Kiteman will diese Macht. Gehen Sie zur Bahn, dann bringe ich Sie zur Bahnstation Kisun Power. Dana? Verdammt. Ich finde es cool, wie das kurz zusammenfährt, bevor es wieder ausfährt. So, schnell mal speichern. Steuerung noch umstellen, dieses creepy Kinder. Ab mit dem Kopf! Du bist nicht die Herzkönigin. Vielleicht. Nein, bist du nicht. Dein Kopf ist zu klein dafür. Nur von ihrem Leid erlösen. Oh. Ich habe mich nicht erschrocken. Nein. Das hab ich jetzt mal nicht gesehen. Heilige Scheiße! Hey, Dritzka. Seriously? Kann ich fast nicht glauben. So. Die Entfernung! Mhm.
Oh nein. Ich musste für das eine Ding jetzt. Eieiei. Ich musste jetzt gerade zwei Minimax nehmen. Ich bin wahrscheinlich gerade ein bisschen sehr langsam beim Spiel, fällt mir gerade auch auf. Mein Inventar ist aber schon voll. Das ist ja furchtbar. Spät, deswegen sind sie so schnell gefahren. Ja. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Thank you.
gern. Zum Wohnbezirk Cassini Towers. Verdammt! Kiteman hat ihr Signal wieder. Gehen Sie weiter. Okay. Sie sind denen sehr wichtig, Isaac. Passen Sie auf sich auf, ich melde mich bald wieder. Ich bin mir auch sehr wichtig. Speichern wir erstmal. Aber hier schon Schluss zu machen ist ein bisschen doof, weil so weit sind wir noch nicht. Eklige Geräusche, das ist es eklig. Ruhe. Zu auffällig. Oh, Harpun! Ich habe noch keine Harpunwaffe. Lemon Gun! So kawaii! Das habe ich nicht gehört. Ah! Ah! Ich wusste, ich hasse Kinder! Andere, okay. Granaten. Okay.
schlimmer als die Babys von Dead Space 1. Ja, das sind jetzt keine Babys mehr, sondern halt Kleinkinder. Hi, Strauss. Leben sie noch? Nein. Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen ihre Erinnerungen wieder? Meine kommen zurück. Die guten. Und die schlechten. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr Schmerz. Immer wieder sehe ich die Symbole. Sehen Sie auch, Isaac? Odin. Immer wieder sehe ich sein Gesicht. Oh Scheiße, sie haben mich gefunden. Okay. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wen er sieht. Deine Mutter. Wieder so unschlüssig mit den Waffen. Aber die Earthgov hat schon jetzt sehr geholfen. Oh, steht's auch da, eine Granate auf dein Ziel zu werfen. Ja, okay, hier ist das Impulsgewehr, die Granatenfunktion. Das ist sehr schade. Ja. Das ist ziemlich cool, den zuletzt abgefeuerten Speer mit Elektrizität aufzuladen. Ich glaube, die habe ich immer benutzt. Das kommt mir sehr bekannt vor. Oder die Waffe. Überlege ich mir in der nächsten Episode, weil ich denke mal, hier ist nämlich gerade so ein schöner Speicherpunkt. Hier werde ich dann mal Schluss machen. Das erstmal speichern. Und dann beenden wir diese Episode mal ein bisschen früher. Stört ja auch nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, genau an dieser Stelle. Und dann geht's weiter. Wir folgen weiter zu Dana und wir gehen in den Cassini Tower Wohnbezirk. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.